Das ist ja super. Das ist nämlich die östliche Wildnisinsel. Da war ich noch nicht. Da gibt es jetzt Foxbarks. Okay, Foxbark ist auch tot. Okay, wir versuchen es einfach mal so. Und wenn das nicht klappt, habe ich noch einen Bogen dabei. Gut, da fehlen mir nämlich noch zwei. Was bei den Katzenphase ist, weiß ich übrigens gar nicht. Ja. Ich guck einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ah, guck an. Katzen hatte ich auch noch erst 7. Toll. Und von denen habe ich definitiv auch nicht genug. Jetzt 4 von, siehst du mal. Wenn du wieder da rauskommst, ne? Hast du Glück gehabt. Dann hätte ich dich mitgenommen. Also, mit einem Pfeil und Bogen. So, jetzt haben wir hier die Katze. Ja. Ah, fangen wir auch ein. Das ist ja klar. Oh, das hat sie gewonnen. Das war nicht unbedingt mein Ziel. Oh, da ist eine Katze umgerannt worden. Ist direkt auch ein bisschen, die ist auch direkt ein bisschen sauer. Oh. Okay, die ist auch... Ah, Mann. Aber gut, das war auch absehbar, dass das Grillen sie vielleicht tötet, ne? Wir gucken mal bei den Chicky-Pickys, wie es da aussieht. Habe ich alle Chicky-Pickys eingefangen? Okay, nein. Ich habe noch nicht mal alle Hühner. Lass mich doch mal kurz... Komm doch mal aus dem Wald raus. Ach komm. Warum hältst du denn gar nichts aus? Was soll das denn? Das war doch so jetzt auch nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, wir machen das easy peasy. Na gut. Dann komme ich... Okay, der Wurm kommt nicht durch den Bogen. Alles klar. Naja, Katze... Mach langsam. Ach, Kinder. Sag mal. Verarscht ihr mich? Ja. Ja. Die sollte wohl was werden. Dann sind wir noch eine Katze entfernt vom Ziel. Plupp. Oh, da ist Gorilla Monsoon. Lammball. Gut, Lammball ist tot. Das wird kritisch. Okay, das war... Ich gebe zu, das war ein kleines bisschen dumm, war es schon, ne? Dumm. So richtig dumm. Wo bin ich gestorben? Ach, guck mal, wir können zumindest da hinten einsteigen. Das ist ja toll. Und wo liegt meine Leiche? Ach, jetzt direkt Wegpunkt. Das ist ja toll. Da steht ein Deserteur. Da habe ich jetzt, ich habe jetzt keinen Nerv für Deserteure. Ich muss hier lang. Alles klar. Nur weil ich so einen dämlichen Gorilla wollte. Ah, da sage ich auch nichts zu. Oh. Ich liege doch bestimmt da drüben, ne? Ist da drüben?
Naja, das könnte auch ganz unten sein. Warte mal, wie komme ich denn da jetzt klugerweise hin? Ich kann jetzt auch nicht gleiten, ne? Nee, gleiten ist auch nicht. Oh, oh. Ist das schlecht? Das ist so richtig schlecht. Alter. Aber warte mal, wir haben doch hier den Wegpunkt, ne? Ist da in der Nähe? Nee. Ja, Junge, warum? Ja, das wird jetzt hier das gleiche Schicksal. Ich habe eigentlich auch gedacht, er hält sich dann vielleicht irgendwie am Vorsprung fest und klettert, aber er hatte mehr das Interesse, einfach abzustürzen. Wir könnten natürlich auch einfach... Ja. Ja, das würde natürlich gehen, ne? Wir könnten einfach auf unseren Wurm steigen und dieses schwebende Ei einfangen. Das könnten wir einfach so machen. Dann wäre die Sache eigentlich viel leichter. Hätte man sich jetzt auch gar nicht so in den Tod stürzen müssen. Habe ich wieder drüber nachgedacht. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist es. Ihr habt weggeguckt. Genau in dem Moment, als ich eine dumme Idee hatte, guckt ihr weg. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann müsst ihr das jetzt nachträglich aus eurem Gedächtnis entfernen. Bitte. Es ist mir unangenehm. Bin ich jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg? Ja, mehr oder weniger. Gut. Das ist zumindest ein bisschen schön. Ja, ich habe Statuspunkte. Pass mal auf die Mami. Ich hab da Ideen für. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr für Angriff. Ich bin mir aber unsicher, ob das wirklich klug ist. Hier ist auf jeden Fall erstmal noch ein gewöhnliches Jumbo-Ei. Und da müsste ich eigentlich... Ich bilde mir ein, dass ich da oben liege. Und das bilde ich mir zumindest ein, dass das so ist. Da hinten. Da sehe ich, glaube ich, einen Strahl. Das könnte mein Sarg sein. Das könnte mein Todesgerät sein. Nur beim Versuchen, einen Affen zu töten, gestorben, Alter. Das ist also ein Gorilla. Und das auch nur, weil der hier so rumgeschlurft ist. Gar nicht mal, weil der sich so... ich sag da nichts weiter zu. Das ist auf jeden Fall eine ganz traurige Geschichte. Ich habe eine Sphäre gefunden, das ist toll. Ach, jetzt geht das mit dem Bieten, das ist auch thematisch toll. Muss aber nicht sein. Meine Rüstung ist beschädigt. Ehrlich, der Gedanke wäre mir jetzt nicht gekommen, hätte sie das nicht gesagt, hätte ich das nicht gemerkt. Oh, Absturz. Ich könnte es mit den Bienen probieren. Das Problem ist, die explodieren halt auch, ne? Die sind halt, oder gibt es dicke Pandas? Das könnten die Pandas sein. Was haben die denn für Level? 80.000. Kriege ich nicht kaputt. Ich bräuchte einen Flopsi. Ich weiß nicht. Ich bin da unschlüssig. Ganz ehrlich. Irgendwas schreit hier. Was schreit denn hier? Ist das mein Vogel? Ah, mein Vogel hat Hunger. Ja, ich habe auch nichts zu essen. Ich wollte hier hin. Und dann wollte ich kurz gucken. Ich hab doch aber... Warte mal. Das kann mit dem Hunger, das kann eigentlich nicht stimmen. Ich habe hier Rinderfilet für dich. Guck mal. Und hier ist er. Ah, guck. Das läuft. Hier ist noch ein Keulchen. Ich esse aber auch was davon, okay, wenn's recht ist. Ihr kriegt auch ein Keulchen. Alle kriegen Keulchen. Prima. Dann können wir kurz... Ja, meine Rüstung ist beschädigt. Das habe ich verstanden. Ich hatte doch noch eine zweite dabei. Wo ist denn die? Ach, es geht nur um das Kopfschmuckding, was beschädigt ist. Alles klar. Was ist denn eigentlich das hier? Fleißamulett erhöht. Arbeitsgebiet, was will ich denn damit? Das ist ja kompletter Unsinn. Ich hätte das Defensivding mitnehmen sollen. Wir gehen jetzt erstmal meine... Achso, die kann ich nicht ausrüsten, weil ich dafür wieder den Speer im Inventar habe. Warte mal, da oben sind diese Pandas. Wenn die jetzt natürlich... Die hängen natürlich wieder zu zweit da rum, ne? Das ist ja klar. Die Doofsäcke. Die werden mir natürlich jetzt hier harten Arsch aufreißen, wenn ich das versuche. Ich schieße den einen mal an. Mal gucken, ob beide kommen oder ob nur einer kommt. Es kommen natürlich beide, ist ja klar. Und was machst du, wenn ich fragen darf? Ach, du wirfst Steine. Ja, toll.
Keine Ausdauer, da ist ein Dungeon, das ist auch ganz hervorragend. Ich bleib mal hier oben, vielleicht macht das die Situation leichter für alle Beteiligten. Allerdings dauert so halt auch ewig, ne? Der Vogel macht halt auch echt verhältnismäßig wenig Schaden und ich mache auch verhältnismäßig wenig Schaden an den Viechern. Er wird schon wieder irgendwie sauer, habe ich das Gefühl. Aber der ist effektiv. Das ist ja toll, dass der effektiv ist. Das eigentlich Entscheidende wird ja sein, habe ich genug Sphären, mit denen ich werfen kann. Ich komme ein Stück näher. Ich habe Sphären, aber der ist die Chance, dass ich den fange, liegt bei 3%. Also weil mit der Sphäre ist sie bei 2%. Das ist ja auch nicht viel besser. Aber hier hätte es funktioniert. Ich habe einen Tomatensamen. Oh, toll. Naja, ist heiß. Ist heiß, weil ich gelandet bin. Ja, ich weiß, er hat einen Stein geschmissen. Mit viel Glück schmeißt er auch gleich noch einen. Ich muss den so ziemlich nah dran kriegen. Ich könnte dem Stein einfach ausweichen. Das. Das ist ja. Ist mit dieser Sphäre wird seine. Oh, guck an. Aber ich habe sie beide gefangen. Das ist ja mal was. Hat jetzt allerdings auch nicht so super viel dazu beigetragen, dass ich mich besser fühle. Wir könnten. Ich weiß nicht, habe ich schon alle Schafe? Warte mal, bleib mal kurz stehen. Ich habe Fragen. Ich wollte nur mal wissen, ob ich euch alle gefangen habe. Ah, das könnte mein 10. gewesen sein. Ich bin aber unsicher. Aber da ich was zu essen für meinen Jürgen hier brauche, machen wir gleich weiter. Rennet weg. Wenn du nicht wegrennst, macht das für alle Beteiligten nur leichter. So, das sammeln wir auch ein. Ja, du musst dann natürlich noch letztes Mal musst du schießen, ne? Oh. Er hat sogar noch mal geschafft, aus der Sphäre zu kommen. Unhöflich. Unhöfliches Vieh. So, dann haben wir das auch eingesammelt. Das ist toll. Toll. Ich hatte noch nicht alle Hühner, oder? Okay, so kriegst du das letzte Huhn halt auch nicht, ne? Ein blöd. Wir könnten jetzt hier. Ah, wer hat dann schon wieder Hunger? Er! Der frisst mir die Haare vom Kopf, ey. Mensch, Meier. Ja, kriegst hier noch eine Fleischkeule und dann ist aber auch gut mit dem Essen jetzt. Wir müssen mal gucken, was wir hier noch so einsammeln können. Also mit meinen Sphären wahrscheinlich nicht mehr viel. Da gibt es doch diese kleinen Affen. Was haben diese Affen denn dabei? Haben die was dabei, was mir weiterhilft? Ist das da hinten? Nee, das ist ein Rip-Bunny. Ja. Weißt du, du stehst 3 Meter vor so einem Affen und triffst nicht. Was sagt denn dir das? Dass es ganz schön traurig läuft, oder? Ah, okay, das war so nicht gedacht. Ich habe eigentlich erwartet, vielleicht, oh, da habe ich eine hübsche Blume gekriegt von dem Häschen. Jetzt mal auf. Ich versuche das mal mit meinem Bogen. Bist du so wild? Musst du so unhöflich sein? Ja. Ja.
Ich versuche dich mal einzufangen. Fangen wir mal das Leder ein. Prima. Das gab auch Leder, habe ich das Gefühl. Mhm. Sphäre. Prima, prima. Was ist hier unten los? Da laufen Katzen rum. Oh, da hinten ist ein Wegpunkt, den habe ich aber schon. Dann schweben wir mal hier weiter. Katze. Kacke, kacke, Huhn. Ich brauche bestimmt nochmal... Da oben ist ein Vogel. Ja, dich bräuchte ich theoretisch auch. Das ist richtig. Ich mach mal Chicky Piggy. Ja, ich geb Huhn. Ich geb Huhn. Es gibt immerhin auch Fleisch, ne? Und das ist ja schon mal was wert. Zeig mal, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Da drüben ist der Voltmeister. Der macht auch hier rum. Der Voltlord. Irgendwo hier in der Gegend muss der sein. Der Voltlord. Also eher so da lang. Sehe ich das richtig? Ja. Da hinten ist der Voltlord. Da haben wir hier noch so ein Dinosum. Das könnte mal. Da habe ich schon eins von. Aber ganz ehrlich. Was ist denn da passiert? Ich würde behaupten, da habe ich nichts getroffen. Gut, jetzt sind wir bei 20%. Da sind immer schon mal ein paar Prozent mehr. Viel mehr Schaden kann ich an ihm jetzt auch nicht machen. Gut, das ist... Ach, guck, da gab es eine Weizensaat. Ist ja irre. Endlich, endlich, sag ich da mal. So, zeig mal, wo geht's denn da rüber? Ah, da drüben dürfte der Kollege kommen. Ich schweb da mal, ich mach mal los. Dass der mir übrigens jetzt die ganze Zeit hier das Rüstungsbeschädigungsgerät anzeigt, das ist auch leicht nervig. Leicht nervig. Oh, was war denn das? Das ist ja interessant. Das war interessant. Okay. Hier drüben müsste der... Hier müsste der... Der Gelbe sein. Irgendwo. Ja. Ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß das nicht so genau. Warte mal. Wir könnten mal gucken, ob hier oben auf der Mauer irgendwas ist. Da ist eine Kiste. Gut, jetzt habe ich ja den Weizensaat. Die Weizensaat habe ich ja jetzt. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein echter Ansatz. Damit kann man ja arbeiten. Ich gehe mal hier das Häschen. Das Häschen fangen. Ich bewerfe das Häschen mit meiner Sphäre und hoffe drauf, dass das was wird. Das sieht diesmal ganz vielversprechend aus. Gut, ich habe ein Häschen gefangen, das war hervorragend. Ganz tolle Leistung. Dann holen wir uns noch so ein Schaf, weil wegen Fleisch. Kannst du, Elefantekind, ganz kurz stehen bleiben? Ich habe erst drei von euch, ich brauche noch ein paar. Dann haben wir hier noch Wolf, die Wolfgang. Der haut ab. Ist ja krass. Ist ja eigentlich nichts für mein Portfolio, wenn der flüchtet, aber gut. Er kommt zumindest ins Video. Er hat sich die Sache nochmal... Was steht der unter mir? Was soll denn der Schwachsinn? Geh doch mal da weg. Ja. Zack. Prima, Digi, prima. So, da halte ich auch mal, da halte ich auch mal ganz galant drin einfach. So, das gab noch ein bisschen Weizensaat. Das ist ganz hervorragend. Nein! Okay.
Weizensaat gibt es trotzdem, war aber so nicht geplant. Ich habe vergessen, die rechte Maustaste zu drücken. Hier, komm her, Hasenkind. Ja, ja, ich hätte dich gern mitgenommen, wenn es denn geht. Ja. Wenn wir uns da einigen können. Ich muss ein neues Fähren bauen, sehe ich übrigens. Oder mein Fixie hat genug Usio buddelt.